Hi E-Bike-Tuner, nachdem ihr das Modul eingebaut habt, müsstet ihr die Gesamtstrecke korrekt eingeben. Die ist ja jetzt auf 1,0 Kilometer und das ist auch wichtig für den Nachlauf, den ich dann später erkläre. Und ihr habt euch wahrscheinlich den Wert nicht gemerkt vor dem Einbauen. Deswegen geht ihr hier in die Einstellungen, dann tippt ihr hier auf Zeige echte Werte auf Aus und das ist jetzt euer Gesamtkilometerstand. 242 Kilometer. Jetzt tippt ihr lange auf Gesamtstrecke und jetzt mache ich mal 243 Kilometer. Okay, und jetzt gehe ich hier auf Zeige echte Werte auf an und Sie sehen 243 Kilometer. Ich habe jetzt extra mehr gemacht, damit man hier ganz unten sieht, Nachlauf nicht aktiv. Es ist so, wenn das Tuning an ist, dann wird eine Geschwindigkeit generiert, die unter 25 km/h ist. Und wenn ihr 40 fahrt, dann fehlt eben die Strecke, in denen ihr 15 km/h gefahren seid. Und die wird hier angezeigt mit einem negativen Wert. Also das sind jetzt minus 808 Meter. Und ihr könnt jetzt manuell den Ausgleich starten, indem ihr hier auf Start drückt. Und dann wird intern eine Geschwindigkeit generiert bis 45 km/h. Das seht ihr jetzt nicht. Das seht ihr nur, wenn Zeige echte Werte auf 0, auf Aus ist. Dann seht ihr, die Geschwindigkeit geht hoch und die Differenz verringert sich. Und die Geschwindigkeit wird so lange generiert, bis die Differenz 0 ist. So, ich stoppe das mal jetzt. Das macht Sinn, wenn ihr zum Beispiel lange Strecken fahrt, die also wirklich schnell fahrt, wie zu 45. Ihr fahrt 45 Kilometer lang 10 Kilometer und dann habt ihr locker 3, 4 Kilometer im Minus. Und dann lohnt es sich, hier das manuell zu machen. Besonders bei den Motoren, also ich empfehle es sehr, bei den Motoren ab 2020 oder auch Generation 3 mit der neuesten Software. Wenn ihr dann keine Lust habt, das jedes Mal manuell zu machen, dann drückt ihr hier auf Auto an. Und jetzt fahre ich mal los. Und wenn ich dann stoppe, dann generiert er innerhalb, also nach 5 Sekunden, eine Geschwindigkeit. Sie seht, Nachlauf aktiv. Und dann macht er das aber nicht bis 45 km/h, sondern bis 22 km/h, damit ihr dann auch losfahren könnt. Also das passiert jetzt zum Beispiel, wenn ihr jetzt 5 Sekunden an der Ampel steht, dann fängt er an zu generieren und dann wollt ihr wieder losfahren. Und wenn er jetzt 45 km/h hätte, hättet ihr keinen Schub mehr. Und so passiert es dann, also besonders in der Stadt oder es ist so auch, wenn ihr jetzt nach Hause kommt, da könnt ihr das E-Bike nicht ausschalten, sondern einfach stehen lassen und dann generiert er einfach diese Geschwindigkeit und dann sollte es automatisch auf 0 gehen. Wenn ihr nicht so lange Standzeiten habt, dann solltet ihr vielleicht ab und zu mal runter gucken. Vielleicht habt ihr minus 10 km/h und dann könnt ihr Start drücken und dann wird eine Geschwindigkeit generiert und dann ist es wieder auf 0. Und dann habt ihr auch im Steuergerät des E-Bikes auch eure korrekte Gesamtstrecke, die ihr tatsächlich gefahren seid. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.